Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, dass ich zwei Aktien als die gefährlichsten Aktien der Wall Street bezeichnet habe. Das ist einerseits Tesla und auf der anderen Seite Apple. Beide Aktien haben ja ziemlich deutlich verloren, schon im Jahr 2022. Die Apple-Aktie 26%, Tesla sogar 65%, und dennoch sind beide noch massiv überbewertet, und genau das ist das Risiko jetzt, das die Märkte haben, denn vor allem eine Apple ist natürlich extrem stark marktgewichtet, auch eine Tesla spielt immer noch eine Rolle, und wenn diese beiden Aktien unter Druck sind, dann zieht das die Märkte insgesamt nach unten. Genau das war heute der Fall, denn eigentlich ist die Wall Street gut in dieses Jahr 2023 gestartet. Futures zunächst positiv, es ging nach oben, auch mit Rückenwind der deutschen Inflationsdaten, die niedriger ausgefallen waren als erwartet. Da hat sich auch die Wall Street gesagt, ist ja schick, das könnte eine Indikation darauf sein, dass auch in den USA die Inflation jetzt deutlich nach unten geht. Nicht erkennen, dass das natürlich durch massive Subventionen in Deutschland der Fall war, dass jetzt die Dezemberdaten, die heute veröffentlicht wurden, niedriger waren, aber sei es drum. Jedenfalls war eigentlich die Stimmung richtig gut, aber dann Tesla massiv abgeschmiert, Apple sehr stark unter Druck, und das ist dann schlichtweg zu viel, um letztendlich endlich die Indizes im Plus zu halten. Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen. Wie Sie wissen, Apple hatte eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar, war sogar mal an der 3 Billionen Grenze oder sogar leicht drüber, wenn ich mich richtig erinnere, aber heute hat Apple diesen Status verloren, wie alle anderen Aktien auf dieser Welt übrigens auch. Zum Jahresstart 2023 sehen wir, dass keine einzige Aktie mehr auf dieser Welt eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar hat. Mal Rückblick, vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, hat der S&P 500 mit über 4.800 Punkten sein bisheriges Allzeithoch erreicht. Ein Jahr später sind wir etwa 1000 Punkte tiefer und gibt es keine einzige Aktie mehr, die eben 2 Billionen wert ist oder von den Märkten als so wertvoll gesehen wird. Ausschlaggebend heute für die Schwäche bei Apple ein Bericht von Nikkei, wonach einige Zulieferer von Apple praktisch gebeten wurden, seitens des Unternehmens der Kalifornier zu sagen oder hier ihre Produktion ein bisschen zu drosseln, weil eben die Nachfrage geringer ist. Und da schließt man dann da auch darauf, okay, wenn jetzt für den iMac, für die Apple Watch etc. die Nachfrage sinkt, dann könnte das auch für die Cash Cow iPhone gelten. Und das ist dann ein bisschen viel für Apple, zumal eben die Bewertung nach wie vor sehr, sehr sportlich ist. In einem Umfeld, das auf eine Rezession zusteuert, verkauft man sehr ordentliche Produkte zu sehr gesalzenen Preisen. Das werden sich immer weniger Leute leisten können. Daher sehen wir die Bewegungen bei Apple. Kommen wir zu Tesla. Die haben gestern Abend ihre Verkaufszahlen gemeldet. Das waren die besten, die man bisher gemeldet hat, rein nominal, aber sie waren eben deutlich unter der Erwartung einerseits, und jetzt hat man drei Quartale in Folge eben diese Estimates, also die Schätzungen, die Erwartungen, die ohnehin schon in letzter Zeit jetzt immer wieder gesenkt wurden, der Verkäufe praktisch unterboten. Und das ist dann ein bisschen viel für einen Hoffnungswert, der nach wie vor extrem hoch bewertet ist. Tesla ist ja mehr wert als die allermeisten Autokonzerne der Welt zusammen, und zwar immer noch. Und dementsprechend wollen dann manche irgendwann auch mal Fakten sehen und nicht nur Wunschträume der Religionsgemeinschaft Tesla. Die hat jahrelang letztendlich das Geschehen bestimmt, hat mit ihren Illusionen den Leuten Glauben gemacht, dass es bald nur noch eine wirklich relevante Firma auf dieser Welt gibt, nämlich Tesla. Jetzt sehen wir aber, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, und booms, heute geht's 14% nach unten, nachdem die Aktie sich ja zum Jahresende nochmal hat erholen können. Jetzt aber sind wir da, wo wir im Tief gewesen sind im Jahr 2022. Und das könnte alles noch ein bisschen bitter werden. Vor allem, weil eben diese gesamte Elektromobilität große Probleme hat. Schauen wir uns mal an. Lithium und Nickel, das sind ja die zentralen Bestandteile, die man braucht für eine Batterie. Und hier sehen wir, dass eben die Lithiumpreise 89% gestiegen sind im Jahr 22. Wir haben Nickel 41% Steigerung im Jahr 22, sodass der Anteil der Kosten alleine von Lithium und Nickel
an der Batterieherstellung massiv gestiegen ist. Das heißt nichts anderes, als dass für Elektrofahrzeughersteller eben die Produktion immer teurer wird. Gleichzeitig musste Tesla kürzlich jetzt eben Preise senken, damit überhaupt die Autos noch verkauft werden oder mehr Fahrzeuge verkauft werden. Da gab es Preisnachlässe oder andere Goodies, die man hier verteilt hatte. Und das alles vor dem Hintergrund, dass jetzt zum Beispiel der fünftgrößte Hersteller von Lithium und Nickel, nämlich Simbabwe, praktisch jetzt ein Exportembargo erlassen hat. Also, dass man praktisch verbietet, dass etwa Lithium exportiert wird. Das wird die Preise weiter nach oben treiben. Das wird die Kosten für Tesla und Co. weiter nach oben treiben. Und dann muss man sich fragen, ist allein von dieser Seite her die Fokussierung auf Elektrofahrzeuge wirklich sinnvoll, sollen ja ab 2035 verboten werden in Europa, macht überhaupt keinen Sinn. Warum verbietet man Technologien in einer Zeit, wo ohnehin die Dinge etwas schwieriger werden? Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass zwar die Elektrofahrzeuge hier relativ sauber sind, aber woanders eben der Dreck anfällt, eben wenn man solche Sachen wie Lithium oder Nickel abbaut oder seltene Erden, all diese Dinge, das passiert in Afrika, das passiert in China, hochtoxisch, hoch umweltschädlich. Dementsprechend ist mir schon schleierhaft, wie die Freunde der Umwelt die Elektromobilität so pushen. Dazu kommt, dass die Energiedichte etwa von Batterien, von Lithium-Ionen-Batterien relativ miserabel ist. Das heißt, der Wirkungsgrad ist ziemlich schlecht, viel schlechter als bei Benzin, bei Diesel. Das Ganze gilt im Übrigen auch für Solar- und Windkraft. Miese Energiedichte im Vergleich etwa zu leider Kohle, zu Öl, zu vor allem Uran. Da ist eben die Effektivität nicht gegeben. Da kann ich forschen, wie ich will. Ich krieg's nicht wirklich so hin, dass das Ding wirklich effektiv wird, jenseits der Frage der Speicherbarkeit. Dementsprechend sind eben erneuerbare Energien noch so teuer, dass man sie unbedingt subventionieren muss, weil sie sonst am Markt keine Chance hätten. Genau das ist das Problem. Und hier hat der Verkehrsminister Wissing vielleicht mal zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn die Menschen erleben, dass die E-Autos nicht nur teuer sind und wahrscheinlich immer teurer werden, sondern schlecht für das Klima, dann wird die Transformation zum Fiasko. Wir wollen ja jetzt alles abschalten, Atomkraftwerke etc. Gleichzeitig wollen wir aber fast nur noch Elektroautos bauen. Wo nehmen die den Strom her, möchte man fragen. Wahrscheinlich aus Kohlekraft, was dann wiederum sehr CO2-intensiv ist. Also es passt hinten und vorne nicht zusammen. Wir müssen diese Diskussion jetzt führen, ob es sinnvoll ist, wirklich jetzt auf diese Technologie ausschließlich zu setzen. Es ist vereinfacht gesagt nicht sinnvoll. Man muss sich jetzt eben überlegen, wie man eine Lösungsdiversität wirklich herbekommt. Kommen wir wieder zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir so ein bisschen den Beleg dafür, warum heute diese beiden Aktien die Märkte nach unten ziehen. Wir sehen eine Apple minus 4%, eine Amazon im Plus sogar, eine Google im Plus, eine Microsoft moderat im Minus, eine Meta im Plus etc. Also das ist jetzt nicht ein Tech-Massaker auf breitester Front, sondern es sind eben vor allem Tesla mit minus 14 und Apple mit minus 4%, die ganze Geschichte hier richtig belasten. Es gibt andere Aktien, Ölaktien zum Beispiel, die heute unter Druck sind, aber das hat nicht die Gewichtung. Hier sehen wir mal den Chart von Tesla, Maverick of Wall Street. Dort habe ich den Chart dankenswerterweise übernommen und wir sehen hier, wir sind jetzt bei Tesla eigentlich in so einer Unterstützungszone. Wir sind jetzt da, wo wir gewesen sind, als Tesla begann mit den Aktien-Splits. Aber, wenn diese Unterstützungszone bricht, dann hätte Tesla weiteres Abwärtspotenzial von um und bei 60%. Das klingt jetzt erstmal viel, aber selbst das würde bedeuten, dass die Aktie dann etwa in die Zone fällt, wo wir im Jahr 2020 vor Corona waren, als der S&P 500 damals sein Allzeithoch erreicht hatte. Also wir sehen, was da passiert ist inzwischen durch diese ultralaxe Geldpolitik und dass dann eben diese massive Überbewertung entstanden ist. Das gilt ein Stück weit auch für Apple, auch wenn da vielleicht ein bisschen mehr Substanz noch ist. Aber schauen wir uns hier auch mal den Chart an. Da haben wir eine Unterstützungszone, die bedeuten könnte, oberer Chart 14% weiter nach unten für Apple. Wäre charttechnisch ziemlich logisch. Oder
ja, wir würden eben auch auf diese Bereiche aus dem Bereich 2020 zurückfallen, dann könnte eine Apple noch 50% verlieren. Und was das für den Nasdaq bedeutet, das kann man sich ein Stück weit ausmalen. Insgesamt verlieren so die Investoren so langsam ein bisschen die Geduld eben mit dem Tech-Bereich. Wir sehen hier die jährlichen Outflows von Geldern aus dem Technology-Sektor. Die sind mit 18 Milliarden so stark wie seit 1993 nicht mehr. Seit Morningstar diese Daten erhebt, aus Wachstumsfonds wurden 94 Milliarden rausgezogen. Das ist der größte Wert seit 2016. Also man hat langsam kapiert jetzt seitens der Investoren, ups, in Zeiten steigender Zinsen ist Tech und vor allem ist Hoffnung vielleicht nicht der allerbeste Ratgeber. Und das ist ja das Drama gewesen des Jahres 2022, dass sowohl Aktien stark verloren haben, als auch Anleihen stark verloren haben. Jetzt versuchen Investoren vor allem Anleihen so ein bisschen als Sicherheit zu spielen vor Verlusten bei Aktien, weil man sich sagt, naja, das ist eine Ausnahme gewesen 2022, dass Aktien und Anleihen fallen. Normal sind die ja eher negativ korreliert, also wenn Aktien fallen, steigen Anleihen, fallen also die Renditen. Und umgekehrt, wenn wir uns jetzt das Jahr 2022 nochmal anschauen, dann sehen wir, es war das sechstschlechteste Jahr in der Geschichte des S&P 500. Hier oben, wo dieses kleine Kasterl ist, da sehen wir diese 19,4% Verlust. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wenn der S&P 500 mehr als 10% verloren hat in einem Jahr, wie ging es dann im Durchschnitt weiter oder im Medianbereich weiter im nächsten Jahr? Und da sehen wir, da haben wir eine Performance von 0,0%. Also es ist praktisch im nächsten Jahr nicht unbedingt so, dass dann diese Verluste zwangsläufig wieder aufgeholt werden, aber es ist auch nicht so, dass dann zwangsläufig ein schlechtes Jahr folgt. Viermal ist das der Fall gewesen nach etwas größeren Verlusten. Und wenn wir uns jetzt mal den Chart anschauen, dann sehen wir nach wie vor dieser intakte Abwärtstrend in diesem Chart von Capital.com, des S&P 500, dieser Fehlausbruch damals mit den Inflationsdaten. Noch im Dezember war es, Anfang Dezember war es, bevor dann die Fed dem ganzen Treiben wieder ein Ende machte. Jetzt sind wir in dieser Zone 3800 Punkte, eine wichtige Unterstützung. Wenn wir noch ein bisschen runterkommen, 3760 im S&P 500, da wäre noch die Chance, eine inverse Schulterkopf-Schulter vielleicht zu backen, wenn möglicherweise die Fed morgen im FOMC-Protokoll so ein bisschen Andeutungen machen könnte. Naja, wir kriegen langsam so Angst vor der eigenen Courage. Oder wenn am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten vielleicht doch sehr, sehr schwach ausfallen. Aber das sind viele Wenns. Wir müssen sehen, ob das alles passiert. In Sachen Fed hat sich Bill Dudley, der ehemalige New York Fed-Chef, geäußert und gesagt, ja, wir müssen unbedingt die Wage Inflation nach unten bringen. Und wir brauchen Arbeitsmarktdaten, die schlechter sind als 100.000 neu geschaffene Stellen. Dementsprechend sehen wir, wie stark jetzt die Fed auf diese Arbeitsmarktdaten und vor allem auch auf die Lohnentwicklung dort achten wird. Wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht sind, die Löhne nicht stark steigen, wäre das gut für die Märkte. Wenn es nicht so ist, wenn die Löhne weiter steigen, wenn die Zahl gut wäre, wäre das sehr, sehr schlecht für die Märkte. Übergeordnet schlecht für die Märkte ist aber auch ein Rückgang der Inflation. Warum waren die Gewinne der US-Unternehmen so gut? Nun ja, weil die Inflation es ihnen ermöglicht hat, die Preise anzuheben. Dadurch sind die Margen nochmal nach oben gegangen. Wenn jetzt die Inflation nach unten kommt, ist das normalerweise eine schlechte Nachricht für Earnings, wie Andreas Steno Larsen hier zeigt. Und ich hatte vorhin schon oder am Anfang schon erwähnt, dass die deutschen Inflationsdaten von nur 8,6% so ein bisschen Anlass zu Hoffnung gegeben haben, aber die Kerninflation steigt weiter, wie Jörg Krämer hier richtig bemerkt. Und vor allem ist das letztendlich nur durch die Subvention der Energiepreise hier zu erklären, dieser Rückgang. Wir werden ab Januar dann wieder höhere Inflationsdaten sehen. Diese Januardaten werden dann Anfang Februar veröffentlicht. Und da kommt noch hinzu, dass diese Subvention früher oder später wieder ein Eigentor wird. Das Abschalten des Preissignals hilft nicht, sondern schadet. Das hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft heute nochmal klargestellt. Denn es ist letztendlich die Frage, naja, wer Marktpreise außer Kraft setzt, muss die Produktions- und Verteilungsentscheidungen nach anderen Kriterien treffen. Meistens ist es dann eine Mischung aus Zwang, Zufall
und Privilegien. Und letztendlich sollten eigentlich diese Preisbremsen schwachen Haushalten helfen, aber sie kommen ja allen zugute, also auch den zahlungskräftigeren Haushalten. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Knappheit beseitigt man am besten durch einen funktionierenden Markt. Das ist genau der Punkt. Jetzt wird dieser Markt außer Kraft gesetzt. Die Geschichte zeigt, dass das nie funktioniert hat, dass das negative Folgewirkungen hatte, aber diesmal wird ja alles anders. Wir haben eine genialische Bundesregierung, deren Zustimmungswerte allerdings jetzt deutlich sinkt. Nur 34% der Bevölkerung haben noch großes Vertrauen. Ende 2020 waren es noch 75%. Und kein Wunder, wenn wir dann solche Top-Gestalten sehen wie die Verteidigungsministerin Lambrecht, die wieder ein genialisches Silvestervideo aufgenommen hat, für dessen rhetorische Brillanz und vor allem technische Aufnahme ich sie wirklich bewundere. Sie spricht vom Ukraine-Krieg und im Hintergrund dann die Silvesterböller in Berlin. Das hat Style, apropos Berlin. Das ist natürlich ein ziemliches Fiasko. Jetzt kommen ja diese Neuwahlen im Februar in Berlin. Das, was da in Silvester passiert ist, ist wirklich, naja, ein Zeichen dafür, dass etwas gewaltig schief läuft. Das gilt vor allem auch eben für Berlin. Und wenn wir jetzt nochmal zur Geldpolitik, zur Inflation, zur allgemeinen Lage in Europa kommen, dann sehen wir, dass die EZB jetzt deutlich beginnt, ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Um fast 500 Milliarden Euro hat man eben in der Weihnachtswoche still und heimlich mal seine Bilanz reduziert. Die Fed hat ja schon länger angefangen, die EZB zieht jetzt ein bisschen nach. Und hier sagt jetzt einer der EZB-Direktoren von ziemlich großen Schritten, die bei den Zinsen noch notwendig seien. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite Artikelempfehlung ist die Neujahrsansprache von Xi Jinping. Und hier hat mein Kollege Doi Enoson, ein absoluter China-Kenner, sich mal die Hintergrundsituation angeschaut, denn das sind klare Botschaften von Xi Jinping an sein Volk. Hochinteressanter Artikel. Diese beiden Artikel lege ich Ihnen ans Herz, vor allem wenn wir mal noch einen Ausblick werfen auf das, was dann auf unsere Kinder und Enkel zukommt, nämlich die Population in China, derzeit 1,4 Milliarden Menschen, die werden sich mal halbieren bis zum Jahr 2100 mit massiven Folgewirkungen. Welche werden wir dann sehen? Oder ich nicht mehr, aber vielleicht meine Kinder und Enkel werden es sehen. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen und wünsche ansonsten das Allerbeste und sage Servus und Ciao.